bin so begeistert von unserem Dreier-Date. Vielen Dank, dass ihr damit einverstanden seid. Wir sind damit nicht einverstanden, Clover. Ja, du zwingst uns dazu. Erinnerst du dich? Okay, aber das liegt nur daran, dass ich schon seit der 8. Klasse darauf gewartet habe, mit diesem süßen Quarterback Duncan Marcus auszugehen. Und stellt euch vor, wenn Duncans Brüder genauso gut aussehen, dann gewinnen wir alle. Brüder? Ich habe gedacht, wir sollten mit Duncans Freunden verkuppelt werden. Seine Brüder sind seine Freunde. Das ist einfach eine Familie, die total zusammenhält. Ja, Clover, Hände hoch! Ja. Hi, Duncan. Das sind die Freunde, von denen ich dir erzählt habe, Sam und Alex. Was geht ab? Hey, na, wie geht's denn so? Das sind meine Brüder, Drew und Marcus. Und, bist du auch so drauf gespannt, diesen neuen Football-Film zu sehen, Alex? Das war ich. Jetzt bin ich mehr daran interessiert, zum Arzt zu gehen. Du bist witzig. Ehrlich gesagt, sollte das kein Scherz sein. Wieso habe ich dich nie an der Beverly High gesehen, Marcus? Weil ich gar nicht auf die Highschool gehe. Ich gehe immer noch auf die Junior High. Ihr habt später noch viel Zeit, euch kennenzulernen, Mädels. Jetzt sollten wir uns einen abgefahrenen Football-Film ansehen. Vom Klingeln erlöst. Wir treffen euch dann im Kino. Mädchen, immer müssen Sie alles zusammen machen. Guten Abend, Ladies. Was gibt's denn, Jerry? Einen Einbruch ins nationale Informationsbüro. Wir können in 2 Minuten da sein. Schnell, Girls, die nationale Sicherheit könnte gefährdet sein. Stockwerke? Da werden wir diesen Kerl doch nie finden. Dem Sicherheitscomputer zufolge fand der Einbruch im 98. Stock statt. Oh, gute Arbeit, Sammy. Wir können unseren Eindringling schnappen und vor dem Vorspann zurück im Kino sein. Wir können nicht den Fahrstuhl nehmen, Clover. Er kriegt sonst mit, dass wir kommen. Ja, Alex hat recht. Wir müssen die Treppe benutzen. Oh, hab ich eben Vorspann gesagt? Wir haben Glück, wenn wir es zur nächsten Vorstellung schaffen. Das nächste Mal, wenn wir ein Hochhaus in einem Anlauf bewältigen, erinnert mich daran, vernünftige Schuhe anzuziehen. Offensichtlich sind wir nicht die Einzigen, die Probleme mit der Treppe hatten. Abgesehen von schrecklichen Kopfschmerzen sollte es ihm wieder gut gehen, wenn er aufwacht. Groovy, könnten wir jetzt unseren fiesen Typen finden und endlich zurück zum Film gehen? Pass auf, was du dir wünschst, Clover. Den holen wir uns, Mädels. Das ist auch eine Art, durch die Sicherheitsprüfung zu kommen. Da ist er! Der Loser, der gerade mein Date ruiniert! Und er hat so ein komisches Mikrofilmbehälter-Dingsbums dabei. Dieser Kerl bedeutet Arbeit. Wo ist er hin? Wie konntet ihr ihn entkommen lassen? Also ehrlich gesagt war das ganz leicht. Lasst uns zurücklaufen. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn noch am Fahrstuhl abfangen. Bingo, wir haben ihn. Merkwürdig. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Er ist nicht verschwunden, Alex. Er hat uns ausgetrickst. Na toll. Wir sind gefangen wie Ratten in einem Käfig. Noch eine schöne Fahrt, Ladies. Wie war das nochmal mit Bingo? Wir haben ihn? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Sarkasmus, Clover. Diesem Ding dazu folge sind wir im 75. Stock stecken geblieben. Nicht mehr lange. Alex, spring auf meine Schulter und versuch es mit der Luke. Es hat einfach keinen Sinn. Sie klemmt. Fantastisch. Es ist schlimm genug, dass Woop mein Date zerstört hat, aber jetzt sind Sie auch noch schuld daran, dass ich draufgehe. Nein, nein, Clover. Wir werden schon einen Weg hier rausfinden. Bevor oder nachdem wir keine Luft mehr kriegen? Wenn wir doch nur eine Möglichkeit hätten, mit Jerry in Verbindung zu treten, dann könnte er uns vielleicht hier rauswupen. Ist das dein Ernst?
Ich meine, denk doch nur mal einen Moment an unsere Wub-Erfahrungen. Erinnere mich nicht dran. Und da kommt schon die nächste Höllenfahrt. Ich hasse es, wenn das passiert. Tata, Mädels. Ja! Das war der absolute Tiefpunkt. Ist auch schon egal. Kuschellandepolster zu kaufen? Also danke, aber nein danke. Ich versuch's lieber in diesem ungemütlichen Fahrstuhl. Hier müssen doch noch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände sein. Ihr wisst schon, explodierender Kaugummi oder ein Laserlippenstift oder ein Lidschattenlockenwickler-Katapult. Falls du es vergessen haben solltest, Sam, die meisten Erfahrungen mit unserem Zubehör waren auch nicht gerade sehr erfolgreich. Ich habe versucht, das zu vergessen. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Ist auch schon egal. Wir haben keine Haftung mehr. Oh, wenn ich nur daran denke, wird mir schon übel. Stimmt, aber die Ausrüstung hat uns nun wirklich mehr als einmal den Hals gerettet. Schwerkrafträder. Wow. Ihr könnt euch mit mir anlegen, aber lasst lieber mein Haar in Ruhe. Modisch und funktionell. Cool. Ja. Unterschätze niemals die Kraft eines guten Accessoires. Ja. Seht ihr, so schlecht ist es auch nicht. Ist ja auch egal. Alles, was ich weiß, ist, dass wir uns ohne diese blöde Wub nie in dieser Lage befinden würden. Wir wären im Einkaufscenter mit süßen Jungs, wo wir hingehören. Ja, aber wenn es die blöde Wub nicht geben würde, hättest du einige dieser super süßen Jungs nie kennengelernt. Wow.
Also der war echt vom Feinsten. Bitte. Es ist doch nicht meine Schuld, dass Jungs bei mir schwach werden. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Komm, lass mal stecken, Alex. Hey, und vergesst nicht all die coolen Orte, die wir zu sehen kriegen. Das lässt unseren Job wie einen Urlaub erscheinen. Ja nicht total schlecht. Passt auf, dass ihr keine plötzlichen Bewegungen mehr macht. Wir wollen doch nicht, dass der Fahrstuhl weiter abstürzt. Jetzt ist es amtlich. Das ist der totale Albtraum. Das hier ist sogar noch schlimmer als Alex Fahrkünste. Das lief doch gut, von wegen. Dass du das getan hast. ganz schön knapp. Naja, vielleicht doch nicht schlimmer. Ich wollte euch noch sagen, dass ich mein Auto eine ganze Woche lang gefahren bin, ohne dass es einen einzigen Kratzer abbekommen hat. Na, da würde ich mir als Belohnung aber gleich was kaufen. Hab ich schon. Seht mal, die einzige Chance, wieder aus diesem Schlamassel rauszukommen, ist, dass Sam ihren Grips anstrengt. Clover, bitte. So schlau bin ich auch nicht. Sieh es doch, wie es wirklich ist. Du rettest uns immer aus den gefährlichsten Situationen, Sam. Clover, nicht! Es könnte eine Falle sein. Es ist eine Bombe! Berichtigung, es ist eine temperaturempfindliche Bombe. Mal sehen. Schnell, bindet eure Gürtel um eine Ecke. Aktiviert es und macht mir alles nach. 1, 2, 3. Schnell, hebt eure Ketten hoch. Und jetzt rollen, bevor es zurückschwingt. Ja, ich schätze, ich komme schon ganz gut zurecht. Ja, und das gleicht etwas deine nervende Ich-weiß-alles-Mentalität aus. Ich bin mir ganz sicher, sie meint das alles ausgesprochen positiv. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Sauerstoffmangel ihr Gehirn angreift. Ich nehme an, ich könnte vielleicht mit Hilfe der Fahrstuhlelektronik etwas machen. Dann fang mal an! Pass auf!
offensichtlich ist das ein mieser Typ, bei dem wir drei es nicht schaffen, ihn zu besiegen. Soll das ein Scherz sein? Wir haben viel schlimmere Gaune als diesen blöden Fahrstuhl zur Strecke gebracht. Bei dem kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Schaltet diese Idiotin aus! Was für ein Flieg! Ich hoffe, das war das Letzte, was wir von diesen Widerlingen gesehen haben. Innere Stimme an mich selbst. Begebe dich niemals wieder in Jerrys Körper. Erinnere mich nicht dran. Erinnert mich nochmal daran, wieso wir eigentlich Spione sind. Erinnert mich bloß nicht daran. Was für ein verrückter Typ. Was für ein Loser. Wie unhöflich. Nicht so eilig. Er gibt dem Begriff durchgeknallt eine ganz neue Dimension. Halten Sie auf! Gibt es denn da draußen keine normalen Verbrecher mehr? Falls du versuchst, uns aufzuheitern, dann probierst du es auf die falsche Art und Weise. Das kannst du laut sagen. Wenn ich mich an unsere Missionen erinnere, dann erkenne ich bloß, wie sehr ich Wu hasse und mein Agentendasein mein Leben ruiniert hat. Da gebe ich dir recht. Ich glaube nicht, dass es mit unseren Leben noch weiter abwärts gehen könnte. Seid euch da bloß nicht so sicher. Das Fahrstuhldach brennt! Alex, was machst du denn da? Ich schätze, das ist jetzt das Ende. Es war toll, euch zu kennen, Mädels. Ich werde euch wirklich vermissen, Leute. Es tut mir leid, dass ich so furchtbar schlecht drauf war. Ihr zwei seid meine besten Freunde auf der ganzen weiten Welt. Nicht so schlimm. Ja, ich dachte, es würde viel mehr wehtun. Das kommt daher, dass wir nicht auf dem Boden aufgeschlagen sind. Wir leben. Ja! Hallo, Mädels. Jerry? Sie haben uns das Leben gerettet. Danke, danke, danke. Also, danken Sie nicht mir, Ladies. Danken Sie Whoops neuestem Ausrüstungsteil. Sesame. Schnell ausdehnbares, saugfähiges Mousse. Wisst ihr was, Girls? Bei all unseren vielen Klagen über Wu fällt mir doch eine Sache ein, die ich wirklich am Agentendasein mag. Und was ist das? Jerry? Ja, da hast du recht. Danke, Mädels. Und wieso gehen Sie jetzt nicht und kehren zu Ihren Verabredungen zurück? Aber was ist mit dem Eindringling? Oh, wir haben ihn ein paar Blocks von hier mit dieser bösartigen kleinen Molekularschmelzpistole gestellt. Die Saugnäpfe an seinen Schuhen machten die Festnahme relativ leicht. Cool. In diesem Fall lasst uns losgehen, Mädels. Ich muss noch einen Quarterback küssen. Schade, sieht so aus, als ob wir zu spät kommen. Der Film scheint gerade zu Ende zu sein. Oh nein, da sind sie ja. Schnell, wir müssen uns eine Entschuldigung ausdenken. Danke, das ist so unglaublich.
Mir geht's genauso, Clover. Das war bisher mein bestes Date. Ich meine, wir reden hier über einen Spitzenfilm. Ich habe noch nie so viele Gefühle verspürt. Freude, Traurigkeit, Schienbeinschoner. Und Hunger. Lasst uns doch erstmal eine Pizza weghauen. Coole Idee, kleiner Bruder. Los, gehen wir. Na toll, die haben ja nicht mal gemerkt, dass wir weg waren. Hey, wartet mal kurz. Wie kann er es wagen, nicht zu merken, dass ich nicht da war? Das war's. Wir trennen uns. Ah! Oh. Naja, wenigstens sind wir damit auch aus dem Spiel. Aber total. Wollen wir uns einen Film ansehen? Solange ich dazu nicht in einen Fahrstuhl steigen muss, bin ich dabei.